Aschermittwoch ist alles vorbei. So tönt ein alter Karnevalsschlager. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Schwüre von Treue, sie brechen in zwei. Von all deinen Küssen darf ich nichts mehr wissen. Wie schön es auch sei, dann ist alles vorbei. Am Aschermittwoch enden normalerweise das tolle Treiben, die Umzüge, die laute Fröhlichkeit. Für eingefleischte Fastnachtsfreunde ist das eine harte Zäsur. Aber eigentlich ist damit gar nicht alles vorbei, sondern es beginnt etwas Neues. Mit dem Aschermittwoch beginnt die Passions- oder Fastenzeit. 7 Wochen bekommen wir Christen geschenkt, um uns auf Karfreitag und Ostern vorzubereiten. 7 Wochen Zeit. In den evangelischen Kirchen war das Fasten lange Zeit verpönt. Der Schweizer Reformator Huldreich Zwingli hat im 16. Jahrhundert sogar ein öffentliches Wurstessen in Zürich ausgerufen, ausgerechnet am ersten Sonntag der Fastenzeit. Damit wollte er seine Mitbürger wachrütteln. Er wollte sein neues Verständnis von christlicher Freiheit unterstreichen. Wir brauchen uns Gottes Gnade nicht durch äußerliche Fastenrituale zu erkaufen. Gott nimmt uns an, ohne solche Werke. Aber da hat sich in der evangelischen Kirche etwas verändert. Seit über 30 Jahren gibt es auch bei uns die Fastenaktion 7 Wochen ohne. Ich selbst habe von Anfang an daran teilgenommen. In meiner Küche hängt ein Fastenkalender mit einem Impuls für jeden Tag. Diesmal heißt das Motto Spielraum. 7 Wochen ohne Blockaden. Ich bin schon gespannt auf die unterschiedlichsten Bilder, Gedanken, Gebete, die mich durch diese Zeit begleiten. Dahinter steckt die Erkenntnis, nicht Gott braucht unser Fasten, aber uns selbst tut es gut. Wir brauchen es. 7 Wochen Zeit, um zur Ruhe zu kommen und uns aufzurichten, zu konzentrieren. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, diese Zeit zu gestalten. Ganz klassisch der Verzicht auf Alkohol, Zigaretten oder Süßigkeiten. In den letzten Jahren ist dazu ein Verzicht auf Autofahren oder Plastik gekommen, im Sinne eines Klimafastens. Manche verzichten auf zu viele soziale Medien und schreiben stattdessen mal wieder einen Brief mit der Hand oder eine Postkarte. Und. Was mir dabei gefällt, ich selber kann entscheiden, wie ich diese Zeit gestalte, und was mich näher zu Gott bringt. 7 Wochen, um den Blick weg von Äußerem hin auf Jesus Christus zu richten. Denn darum geht es ja eigentlich. Wir dürfen uns innerlich und äußerlich auf die Karwoche und die Osterzeit vorbereiten. In uns Platz machen, damit Jesus uns begegnen kann. Diese Begegnung, die wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen.